Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Uncharted 3. Und ich habe mich jetzt tatsächlich noch entschlossen, ein paar dran zu hängen. Und ich hoffe, ich bereue es nicht, weil gerade sind meine Nerven doch ein bisschen angemöppt. Nach Arbeit und jetzt Let's Play, was gerade hier irgendwie mich trollen will, glaube ich. Ist das doch ein bisschen anstrengend für meine Nerven. Ich rein theoretisch einen Schalldämpfer, ne? Aua! Danke für das dumme Scheißlicht hier. Und dieses Gewackel auf dem Schiff, das ist so furchtbar. Muss da unten sein. Das ist gerade echt so ein bisschen... Sorry, dass ich euch in den letzten zwei Parts, glaube ich, ein bisschen die Ohren voll gemeckert und gemotzt und mal geflüchelt habe, aber ich brauche das ab und zu. Ich muss das dann rauslassen. Wenn ich das runterschlucke, flippe ich aus. Und wenn mich was nervt, dann merkt man mir das halt auch an. Deswegen würde es auch nichts bringen zu sagen, oh, ist das gerade super, es freut mich voll, dass ich dauernd sterbe, weil es so awesome ist. Ah, mein Drache. Da ist er. Woher willst du wissen, dass es Sully ist? Das ist auch immer nur eine Verarschung, Blödel. Ich meine ja nur. Jetzt auch irgendein anderer sein mit einem orangen Shirt. Krieg. Nö, kann er nicht. Sully! Das ist eine Puppe. Sully? Er ist nicht hier. Mist. Nathan! Du hast mir viel Ärger gemacht. Seid ihr sicher? Das hört jetzt auf. Du hattest ihn nicht, oder? Albert, nein. Eine Lüge. Du weißt, ich bin ein Pirat. Yalla, Pschiku! Genau, mein Freund, lach du nur. Granaten-Special! Habe ich den Piratenpimmel angeschossen? Oh nein. Wow. Gar nicht gut. Ah.
Aha. Wir sinken, falls ihr es noch nicht merkt! Schwimm halt bitte nach oben, du blöder Spaß. Ich muss hier raus! Ja, ich muss hier raus. Du bist ein Oberschlaubi. Immer wieder begeistert. Au, Vollidiot. Meine Güte! Ja, schön. Dreieck. Aber Mr. Nathan dreht sich ja lieber um, weil wenn er irgendwo ein Hindernis schwimmt, dann... Ich drehe mich jetzt mal eine Runde um. Ja, hock da nicht so lange, das Schiff geht weiter unter, du Zipfel. 3 Stunden blöd gucken bringt dich nicht... Ja, richtig, das Wasser kommt immer noch. Ja, los. Ja, los! Meine Güte, hat der gerade still beieinander. Ich klicke eh schon wie blöd. Das ist noch schlimmer als dieses scheiß Hausfranz-Gedöns. Ohne Witz. Dauernd klickt man hier wie ein Depp und der... Nee, ich hab keine Lust. Warum soll ich laufen? Nee. Schön. Wo ist oben? Ja, kraxel halt ein wenig schneller, du Depp. Wie schnell... Was? Schnell soll ich denn... klicken? Okay, hier. Alles klar. Ja, danke. Ich... I can't see shit. Kann ich hier irgendwie hoch? Nö, ist ja auch... Warum sollen wir dir auch eine anständige Kameraperspektive liefern? Warum? Wozu? Ist ja viel lustiger, wenn man nichts sieht. Sieht gleich aus, wenn das Glasdach gleich bricht. Der hat ein Gestell, wie ein Hund zum Piepen. Ja, Nathan. Arschtrümmel. Ja, komm, halt wieder hoch, bitte. Okay,
geht. Ernsthaft. Oh Mist. Obergescheit. Mist, nein, nein, nein! Obergescheit! Jetzt? Wohin denn? Komm, tot. Ja, zeig das mir doch einmal gescheiter an hier. Diese dämlichen Dreckskameraperspektive. Scheiße immer hier. Wo man nichts sieht. Wir zeigen dir einfach nur irgendwas. Und dann musst du selber wissen, ob du noch Timbuktu willst oder nicht. Muss ich an den komischen Spiegeldings ran oder was? Da, so wie der sich hangelt, will der da gar nicht hin. Wohin will er denn? Ich sehe nicht, wo er hin will. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ja? Ich habe keine Ahnung, wo der hin will. Wirklich nicht. Also, I don't know what he wants from me. Er bricht runter. Ja, scheiß auf dein Seil, das Tipp. Kacke, die kannst du ja sonst wohin stecken, du Sch. Ob ich da drüben ran kann? Keinen blassen Dunst. Nein! Das ist, also das finde ich einfach blöd. Sorry, aber sowas nervt mich. Sowas kotzt mich einfach an. Weil der, hier, wo will er denn hin? Hier ist doch nichts. Der dreht sich aber auch nicht. Nö, in die Richtung, wo er hangelt, ist das Einzige, was da ist, ist das Klavier. Und das ist unten am Boden. Und von hier kommt er nirgends hin. Wo will er denn da hin? Wo? Ja, das ist die einzige Stelle, wo er sich hindreht. Und dann fliegt er nach unten und ist hin. Also, ich weiß nicht, ob es irgendjemand jetzt gerade gesehen hat, wo ich hin soll, aber ich finde es nicht eindeutig gerade. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Schlimmer geht's wohl nicht. Steck dir deinen Tipp in den Arsch. Nein! Geht doch. Ja, daran hält er sich auch nicht fest an dem Ding. Tot, wenn er da ein bisschen nach unten fliegt, weil. Schlimmer geht's wohl nicht. Ja, das Seil ist ein toller Tipp. Du dummes Drecksgame. Nein! Ich weiß nicht, wo der hin will. Sobald ich zum Schwingen anfange, dreht er sich weg. Wieder durchs Fenster. Nee. Kommt er doch auch nicht hin. Jetzt dreht er sich auf einmal da so dumm hin. Wo? Schon da irgendwo hinholen. Aber das ergibt keinen Sinn, weil es nicht geht. Ja? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, keine Ahnung. Mach halt jetzt 25 Minuten Part aller Schwingen dich in den Tod. Schlimmer geht's wohl nicht. Steckt euch doch mal den Tipp in den Arsch. Geht doch.
Ja, jetzt dreht er sich wieder so saudumm hin. Ich weiß ja nicht einmal, wo der hin will. Ich sehe ja nichts. Ich sehe nichts. Von dieser Perspektive aus ist hier irgendwo hängt. Hier ist nichts. Nichts, wo er hin kann. Oder will er darüber? Kann der sich darüber halten? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Gut, wir probieren es halt einfach mal aus. Ich wette mit euch, das funktioniert auch nicht. Und er fliegt wieder runter und bricht sich den Arsch. Aber gut, wir können es probieren. Nö. Schon tot. Da habe ich mal einen Tipp angebracht, was die von mir wollen. Da komme ich doch nicht drüber. Das Klavier ist jetzt so schräg uns gegenüber. Vielleicht will er wirklich zum Klavier, aber ich komme ja da nicht drüber. Oh. Nein! Ah. Geht noch. Okay, ich schwinge jetzt einfach mal nach vorne. Dann dreht er sich wieder automatisch. Jetzt schwingt er wieder. Wo schwingt er denn jetzt hin? Auch wieder in die Richtung, oder wie? Da kommen wir doch nicht hin. Das haben wir doch schon ausprobiert. Nö. Ich habe keinen blassen Dunst. Es regt mich auf. Gerade echt. Das ist annoying as fuck. Lass los jetzt. Stirb meinetwegen. Fünfmal. Tipper und Seile. Schön. Ein Seil. Oh. Nein. Jetzt würde ich einfach mal hängen bleiben. Vielleicht kriege ich dann auch einen Tipp. Oh, geht noch. Na, jetzt hänge ich halt mal rum. Und jetzt? Habe ich jetzt auch einen Tipp? Tipp. Weil einfach nach unten fahren darf ich nicht. Darf nicht da drüben hin. So, wenn ich mich jetzt nach hier vorne mache, dreht er sich automatisch in eine andere Richtung. Entweder in die Richtung. Oder, ja. Darüber komme ich nicht. Doch kein Seil. Da muss ich an die Kante ran von dem komischen Lampenschirm. Da gibt ja auch nichts. Ich habe keinen blassen Dunst. Ich habe echt keinen Dunst, wo ich hin soll. Ging's. Aha. Rückwärts. Schwingend ging's jetzt. Rückwärts. Habt ihr das gesehen? Ich bin rückwärts gerade an das Teil rangesprungen. Dann hat er sich auf einmal gedreht und hing richtig. Als ich richtig dort war, hat er es nicht gemacht. Hallo? Das ist doch wohl ein Witz. Also, das ist doch wohl ein Witz. Wie raus aus diesem Aquarium. Gelmut! Lars! Mei. Fahr zur Hölle, Habibi! Oh nein. Lauf bitte jetzt, Drake. Oh nein! Verrücktes Arschloch! Ja, wieder einmal sprang Drake nicht, denn springt ins Wasser. Ich werde, ja, im Freien getötet. Oh nein! Verrücktes Arschloch! Ja, was denn? Was soll ich denn tun? Ich komme nicht nach vorn, ich komme nicht nach links, ich komme nicht nach rechts. Nö!
Also, ja, ich hoffe, dass der vierte Teil nicht so beschissen ist, weil ganz ehrlich, wenn das auch so eine scheiß Ezio 2.0 Kacke ist mit den Kameraeinstellungen, da und so Blödel. Ach, jetzt ging's. Jetzt ist er auf einmal gesprungen. Mhm. Richtig. Aha. Damit man mich wahnsinnig macht, oder was? Was ist denn ihr Hobby? Oh, das ist doch wohl nicht ihr Ernst, oder? Jetzt auf einmal springt er. Ich renne gerade dahin. Werd umgebracht. Ich versuche dann, denke ich mir, gut, kannst nicht nach gerade. Also musst du vielleicht ausweichen nach rechts oder links. Nö. Bumm, tot. Ist schon logisch. Hi, geh weg von mir. Ich bin noch nicht zu essen. Denk nicht mal dran. Kackvogel. Pest, danke, dass ihr mir geholfen habt. Ihr Freund. Auch hier. Okay. Okay, ja. Ja, verstehe. Ruf mich an, wenn sich etwas ändert. Oh mein Gott. Ich melde mich wieder. Nate! Ich dachte, die mögen das hier nicht. Idiot. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Bist du okay? Ist Sully... Er lebt. Oh, Gott sei Dank. Aber sie haben ihn. Was? Wo? Er ist auf einem Konvoi auf dem Weg in die Wüste. Wir müssen los. Wow. Nein. So einfach ist das leider nicht. Komm. Sie sind uns mindestens 2 Tage voraus. Wir können sie nicht einholen. Wir müssen es versuchen. Hör zu. Ich habe einen Plan. Aber dieses Mal bleibt uns nur ein Versuch. Okay. Sie beladen ein Frachtflugzeug am Flughafen. Und über dem Konvoi lassen sie Vorräte fallen. Wir müssen ins Flugzeug. Genau. Oh nein. Feuer, Wasser und jetzt auch noch Luft. Fallschirm sprengen müssen. Wäre ja nichts Neues. Das stimmt. Man könnte mich mal am Ameisenhaufen. Ganz ehrlich, ich habe heute schon genug Kacki durchgemacht. Müssen wir los. Blödels. Nein. Mein Kontakt am Flughafen sagt, dass der Start erst für morgen geplant ist. Und bis dahin solltest du ein paar Stunden schlafen. Nein, das ist keine gute Idee. Komm schon, okay? Er ruft an, wenn etwas ist. Du hättest das echt allein durchgezogen, was? Für Sully? Ja. Ich mag deine Einstellung. Ich weiß. Nein, ich... Ich meine das. Ich weiß, was du meinst. Tut mir leid. Ich weiß. Schon wieder. Okay, nimm. Mann, hoffentlich muss ich das Ding nicht benutzen. Ich weiß, aber wir müssen leise sein. Wenn sie uns da drin erwischen, sind wir Geschichte. Ja, super, sexy, mal 12. Mal wieder. Wir müssen leise sein. Ob wir leise sind oder nicht, sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mit hoffentlich weniger Fluchen.